Gut, schon wieder los. Beine nach oben, Arme nach oben, beides an den höchsten Punkt, Blick zur Matte. Und dann bewegst du deine Arme und Beine so schnell du kannst. Bauch anspannen und los geht's. Spann deinen Bauch maximal an und versuch die Arme wieder überhalb der Ohren zu halten. Wenn du deinen Bauch nicht anspannst, wirst du bemerken, dass du auf der Matte hin und her wackelst. Also wirklich maximal deine Abs anspannen. Blick zum Boden, atmen. Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Arme und Beine wieder ein Stückchen weiter nach oben. Man rutscht während der Übung gerne ein bisschen tiefer. Bleib oben mit Armen und Beinen. Wir haben es gleich geschafft. Wunderbar. Komm, komm, komm. Weiter, 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 weiter. Arme nochmal nach oben. Atmen. Deine letzten 10 Sekunden. Nochmal Gas geben. Versuch nochmal schneller. Es sind die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Wunderbar. Der Schwimmer ist eine perfekte Ganzkörperübung. Aber wenn du jetzt immer noch nicht genug hast, schieß doch einfach nochmal eine Bauchübung oder eine zweite Rückenübung hinterher. Viel Spaß dabei!